So Freunde, ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns ein Video an vom Ehrenbruder Boss Explosive und diesmal habe ich tatsächlich auf das Video gewartet, weil ich auf Insta gesehen habe, er hat gepostet, morgen neues Format, die schlecht gealtertsten Deutschrap-Lines. Folge 1 jetzt hier, ich habe ihm dann auch eine geschrieben, die ich vielleicht in dem Video vermuten könnte, nämlich aus Leben des Tod und Kenneth Glöckler. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V, heute sind es LKA-Beamte und Security. Ich habe im Thumbnail aber schon gesehen, dass vom Künstler eine andere Zeile wahrscheinlich hier drin sein wird. Bin jetzt einfach mega gespannt drauf. Ich freue mich wirklich übertrieben auf das Video. Ich glaube, das wird ein sehr geiles Format, das ja, Potenzial hat auf jeden Fall. Gutes Potenzial hat. Wir schauen jetzt einfach mal rein, Freunde. Ich bin gespannt drauf. Let's do it. Achtung, die hier aufgeführten Lines sind nicht schlecht, sondern lediglich schlecht gealtert. Das Video dient dem Zweck der Unterhaltung und soll niemanden angreifen oder bloßstellen. Normal, Bruder, normal. So. Dubi dam dam da dubi dabadibi dam, dubi dam dam da dubi dibi dam. Legendär, fromm. Ah, Freunde, nochmal gönnen. Dubi dam, Alter. Geil. Alpha Killer Kommando oh. Unerreicht. Steuerfrei nach Chicky kommt der Sampler Nummer 1. Es kam nie ein Sampler Nummer 1, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob Jiggy kam, aber auf jeden Fall kam alles ja generell ein bisschen anders als Jigsaw, das ich vielleicht gedacht hatte. Wo ist Sam? Dieses Jahr wird alles zerfickt. Der nächste Spasti, der mich als San Diego beleidigt, wird von Patrick Bang, Mr. Krabs und Thaddeus beseitigt. Geil. Ja, ein bisschen Eigentor, ne? Der mich als San Diego beleidigt. Er ist ja San Diego. Hätte er gesagt, der nächste Spasti, der mich als San Diego bezeichnet, dann wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber beleidigt ist hier ein kleines Eigentor natürlich nachwirkend. Deus beseitigt. Ich kille dich, Punk. Frag nicht, wie's mir geht. Ich geh mit Sonny in die Videothek, du Bibliothek. Ja gut, ne, das hat sich heute auch erledigt mit Bushido und Flair. Und dem zusammen in die Videothek gehen. Du Bibliothek! Das Aussterben der Videotheken, ach so, ja. Frag nicht, wie's mir geht. Ich dachte, er spielt darauf an, dass Flair und Bushido jetzt nicht mehr gemeinsam in die Videothek gehen würden. Aber ja, natürlich, das Schicksal der Videotheken. Ist halt so, ne? Ist tragisch, ist tragisch. Aber ist wirklich auch krass. Früher, also ich weiß noch, dass mein Vater mit mir früher ab und zu auch mal zur Videothek gefahren ist, wenn wir irgendeinen Film holen wollten oder er einen Film holen wollte. Und man hat früher manchmal in die Videothek gefahren, ne? Schon krass. Jeder muss in seiner Promophase Buddhisten, aber wir sind hier am Chillen, so wie Buddhisten. Bushido-Prozess, später. Also, jetzt anschneiden, Fotze. Jeder wird zum V-Mann, obwohl wir einmal Brüder waren. Yeah, der Hexenmeister ist seit Jahren schon frustriert, während seine Frau sich auf Partys amüsiert. Für deine Tochter, der du später mal erzählen kannst, ihre Mutter hatte jeden Schwanz. Ja, generell, also dass Bushido natürlich hier und Kumpanen von Bushido, ehemalige Weggefährten von Bushido, dass hier viel davon vorkommen wird, das war mir schon vorher bewusst. Das wird in den nächsten Folgen, denke ich, nicht ausbleiben. Ihr kennt den Mann am besten, ich werd nie anders rappen. Ah, das tut weh im Herz, das tut weh im Herz, ich werd nie anders rappen. Ah! Tap out, tap out. Ich weiß nicht, Summer Jam hat ja irgendwann Verbot gekriegt, nochmal zu rappen. Er darf nur noch mit Autotune rappen. Ja, er darf nur noch mit Autotune rappen. Normal darf er nicht mehr rappen. Oh. Also Maximum 3 steckt immer noch allen in den Knochen, würde ich sagen. Deswegen tut das richtig weh gerade. Ihr kennt den Mann am besten. Ich werd nie anders rappen. Heute siehst du, wie der Benz aus der Garage fährt. Schwarzer Fendi, Gürtel, als ob es Karate wär. Es ist so real. Es ist so real. Er rappt einfach nicht mehr normal, Digga. Er rappt nur noch mit Autotune.
in den Hooks und so verstehe ich das ja mittlerweile und da finde ich das teilweise auch sehr musikalisch und angebracht, aber warum macht man denn nur noch Autotune, nicht mal mehr normalen Part, Alter? Bitch, ich komm mit ganz großen Bündeln voller Banknoten. Du mit Computer, hörst sie sich schwul an, hör die Franzosen. Later. Kollege, alle Boss. Geil, Alter. Sondern Manier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de moi, qui es-tu, tu me donnes ton argent, je te frappe dans la tête, du kleiner Hurensohn. Ali, entends-moi. Collège le patron, il vient avec le Kalasch. Ich dachte auch, er spielt vielleicht auf Business Paris sogar an. Da war ja auch ein Feature mit dem Franzosen. Stimmt, und Jisque, ach komm, lassen wir es sein, auch französisch, ja, und noch das Feature mit dem Typen von Business Paris war auch französisch. Je ne connais plus de douleur, la vie m'a grandi, jusqu'ici tout va bien. Mach nicht auf Rapper, wenn dein Album nicht mal chartet. Gut, zu Babassat will ich gar nicht viel sagen. Na, das, also Babassat fällt mir nichts ein, Alter, ganz ehrlich. Pures Anabol, nur die Masse zählt und ich fick jeden deutschen Rapper, der eine Maske trägt. 18 Karat, 100 Pro, sein Signing. Ich fick jeden deutschen Rapper, der eine Maske trägt und dann signed er später 18 Karat. Ich fick jeden deutschen Rapper, der eine Maske trägt. Ich komm rein mit der AK, Brata, na hänge Rapper, Kapital und nicht David Guetta. Und sie muss ausziehen. Geil, komm. Vor allem der auch mit dem mit Ghetto und dann einfach lelelelelele. Ey, wie geil ich mir das vorstellen würde auf Tomorrowland oder so. Riesenstage, Riesenmenge und dann einfach alle nur lelelelele. 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 Geil, Lines, die schon jeder Esel hatte. Was? Wie will er das denn? Okay, okay. Okay. Ihr wisst alle, was kommt. Was haben ich weiß wirklich noch nicht, was kommt. Hey, sehr unscharf und eine Gemeinsamkeit. Diese Spitzel unterstützen Polizeiarbeit. Wenn ich will, gehe ich spazieren am Alexanderplatz. Eine Freiheit, die du als ein Inf- ja. Ich sagte ja, aus Leben und Tod ist keine Glöckler. Passt viel, ne? Format nicht hasst, yeah. Fick die Polizei, LKA, WKA. Hab die Knarre unterm Kopfkissen, lass mal ein paar Cops ficken und die Leichenteile den Familien per Post schicken. Ich bin unbeeindruckt von deinem Polizeischutz. Was sind schon ein paar blaue Männchen gegen meine Streitsucht? Arafat am Handy, du bist bleich wie Blutspender. Muss dich in der Stadt verstecken wie ein Schulschwänzer. Leg dich mit mir an, dann landest du im Zeugenschutzprogramm. Du Drecksbulle bist außer dir. Oh, Alter. Ich sag ja, mit Bushido und nicht nur mit Bushido selber, sondern auch mit allen Weggefährten und so von früher, da kannst du Folgen füllen, Alter. Ja klar, dass das noch dran kam, hätte ich mir eigentlich auch denken können, weil auf dem Thumbnail war es ja sogar drauf und es kam ja noch nicht vor bis jetzt. Ich habe nur gerade überhaupt nicht mehr dran gedacht. Bestell mich bloß nicht aufs Revier. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V. Nice, Junge! Ich hab's gewusst! Ich wusste es! Dir. Bestell mich bloß nicht aufs Revier. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V. Heute sind es LKA-Beamte und Security. Ich bin angeblich Sklave der Familie Abu Chaka. Schäm dich, Arafat war sowas wie dein Vater. Yeah, oh. Ich kann leider nicht freestylen. Hammer, geiles Format, wird auf jeden Fall rasieren, dieses Format. Also ballert wirklich mega. Es macht mega Bock, finde ich sehr, sehr nice. Ist halt die Frage, in welchem Abstand kann er die Folgen bringen, weil da wird es natürlich weniger geben als bei den schlechtesten Deutschrap-Lines. Da kannst du ja eigentlich jeden Release-Friday eine neue Folge rausbringen, ja, mittlerweile, weil es kommt so viel wacke Scheiße raus. Du kannst jeden Freitag oder jeden Samstag, je nachdem, wann du dir die Kacke halt dann reinziehen willst, kannst du halt eine neue Folge machen mit den schlechtesten Deutschrap-Lines. Schlecht gealtete Lines, das gibt schon ein bisschen weniger.
Aber ich glaube, davon können noch ein paar Folgen kommen. Das ist ein geiles Format. Hat mich wieder sehr unterhalten. Checkt auf jeden Fall seine Kanäle ab. Boss Explosive, Mr. Sample. Er hat noch irgendwie einen Boss-Extra-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob er noch einen hat. Aber checkt auf jeden Fall einfach mal seine Channels und seine Arbeit aus. Er macht wirklich einen sehr guten Job. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Freunde. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Bleibt vor allem gesund und ciao.